Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Shimano QS, in diesem Fall die U6000, einstellt. Ihr könnt das aber auch übernehmen für die anderen QS-Versionen, die es gibt. Vom Einstellen her funktionieren die alle gleich. Zum Einstellen der Schaltung brauchen wir einen 2 mm Imbus und eine Taschenlampe. Warum eine Taschenlampe? Das kommt später. Am Schaltwerk selber gibt es drei Einstellschrauben, für die ein 2 mm Imbus nötig ist. Diese und diese beiden. Hier diese Schraube, das ist ein 5 mm Imbus. Da wird der Schaltzug befestigt. Und diese Schraube ist zum Einstellen der Zugspannung. Es gibt auch am Schalthebel genauso eine Stellschraube, die für die Feineinstellung zuständig ist. Diese beiden Schrauben sind für den Anschlag zuständig. Anschlag bedeutet, wenn das Schaltwerk ganz unten ist, damit das Schaltwerk nicht zu weit nach außen schwingt, also in diese Richtung, und die Kette nach hier abfällt. Dafür ist diese Schraube zuständig. Wenn man sie hineindreht, seht ihr, wie das Schaltwerk nach innen wandert. Wenn man sie herausdreht, seht ihr, wie das Schaltwerk nach außen wandert. Ziel ist es hier, das Schaltröllchen genau unter das kleinste Ritzel zu stellen. Ihr könnt das nach Augenmaß machen oder ihr bewegt einfach die Kurbel und dreht dann an der Schraube. Ihr hört das dann und seht es auch, wenn ihr zu weit hineingedreht habt, dann dreht etwas zurück, bis ihr keine Geräusche mehr hört. Kontrolliert anschließend nochmal optisch, ob das Ritzel genau oberhalb des Schaltröllchens steht. Ihr könnt eine Hilfe verwenden, um das besser zu sehen, also meinetwegen hier diesen Schlüssel. Wenn ihr damit zufrieden seid und die Kette nicht nach außen abfällt, ist alles in Ordnung. Jetzt stellen wir den oberen Anschlag ein. Dazu ganz nach oben schalten. Und jetzt wird die untere Schraube benötigt. Funktioniert genau gleich. Also wenn man sie hineinschraubt, wandert das Schaltwerk nach innen. Wenn man sie herausschraubt, wandert das Schaltwerk nach außen. Hier ist es auch wieder Ziel, dass dieses Schaltröllchen genau unter dem Ritzel steht. Und zusätzlich sollte, wenn man den Schalthebel betätigt, es keine Bewegung mehr am Schaltwerk geben. Also so, das ist eindeutig zu viel. Ein klein bisschen Bewegung ist nicht schlimm, aber wenn zu viel Bewegung drin ist und es zu weit nach außen schalten kann, fällt die Kette nach hier raus und verklemmt sich dann hinter der Kassette. Jetzt sind wir in dieser Position, wo diese Schraube benötigt wird. Hier wird eingestellt der Abstand zwischen Ritzel und Schaltröllchen, und zwar in dieser Richtung. Andere Hersteller legen da Schablonen bei, um den Abstand richtig einzustellen, oder geben Maß vor. Shimano hat sich da etwas anderes einfallen lassen, und zwar auf diesem Blech hier steht von der anderen Seite, also hier, wir zeigen es euch gleich, da sind zwei Striche drauf. Einmal für 48 Zähne und einmal für 50 Zähne. Und auf diesen Strich muss das größte Ritzel ausgerichtet werden. So, dafür brauchen wir nämlich jetzt auch die Taschenlampe. Wie ihr seht oder jetzt erstmal nicht seht, ist das schwarze Schrift auf schwarzem Blech, sieht man ziemlich schlecht.
Also leuchtet man das etwas an mit seiner Taschenlampe und dann seht ihr die beiden Striche. Einmal oben für 48 Zähne und einmal unten für 50 Zähne. Jetzt müssen diese Zähne eben ausgerichtet werden, entsprechend der Kassette, die verbaut ist. Wenn man die Schraube herausdreht, dann wandert das Schaltwerk an die Kassette. Wenn man es herausdreht, wandert das Schaltwerk nach außen. Ihr müsst es jetzt so einstellen, dass die entsprechenden Striche mit dem Ritzelpaket übereinstimmen. Das ist vielleicht nicht ganz einfach, weil das von hier geschraubt wird, also von rechts in Fahrtrichtung und die Leere links in Fahrtrichtung ist. Macht es einfach in kleinen Schritten und kontrolliert dann öfter mal, ob es stimmt. Wenn es in etwa so ist wie jetzt, dann ist es in Ordnung. Die Anschläge und der Abstand vom Schaltwerk sind eingestellt. Jetzt können wir das Schalten an sich einstellen. Und zwar kontrolliert erstmal, ob das Schaltwerk vernünftig nach unten schaltet und ob es vernünftig nach oben schaltet. Hier seht ihr, dass es nicht ganz vernünftig nach oben schaltet, also die Zugspannung ist etwas zu gering und wir müssen sie etwas erhöhen. Dafür ist diese Schraube da. Wenn man sie herausdreht, wird die Zugspannung höher. Wenn man sie hineindreht, wird die Zugspannung geringer. Geht da vorsichtig vor, nicht zu viel. Auf einmal drehen, arbeitet euch da in Viertel- oder halben Umdrehungen einfach an das Optimum heran. Ich drehe jetzt mal eine halbe Umdrehung. Ihr habt gesehen, dass es manchmal etwas stehen bleibt, das Schaltwerk. Also, dass es nicht gleich runterschaltet. Man könnte jetzt die Zugspannung wieder etwas verringern. Es kann aber auch daran liegen, dieses Schaltverhalten, dass der Zug, der hier durch den Rahmen bei diesem Rad führt, an vielen Stellen sehr stark gebogen ist und dadurch das Entspannen vom Draht etwas länger als normal dauert. Kann bei solchen Rädern leider normal dann sein, dieser Zustand. Muss man nicht unbedingt wegbekommen. An dieser Schraube würde ich jetzt nicht mehr drehen, sondern an der Schraube am Schaltgriff. Die sieht aber genauso aus und hat dieselbe Funktion, bloß dort ist es ein bisschen weniger, was der Zug gespannt oder entlastet wird. Also nehme ich dort jetzt mal eine Viertelumdrehung raus. Dieses Video wird von raddiscount.de unterstützt. Wie ihr sicher schon selber gemerkt habt, sind in den letzten Jahren die Fahrradpreise ziemlich stark gestiegen. Deswegen ist es eine gute Idee, beim Fahrradkauf zu sparen. Seit über 25 Jahren ist raddiscount am Markt und bietet oft preisreduzierte Markenräder online an. Mit unserem Gutscheincode könnt ihr da nochmal 20 Euro sparen. Den Link zum Gutschein und zum Onlineshop findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also wechselseitig überprüfen, ob die Schaltung richtig nach unten schaltet, richtig nach oben schaltet und je nachdem die Spannung über diese Schraube oder die Schraube am Schalthebel einstellen. Schaltet immer mal wieder nach unten und dann wieder nach oben, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Dann fahrt auch eine Runde, wenn dann alles in Ordnung ist, ist okay, dann fahrt einfach weiter oder stellt die Spannung nochmal nach. So, das war's jetzt. Die Schaltung ist eingestellt und ich hoffe, sie funktioniert auch in Zukunft vernünftig. Weitere Videos von uns gibt es hier drüben zu sehen. Unseren Kanal könnt ihr unten abonnieren und hier findet ihr auch die Playlist. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Schauen, Schrauben und Fahren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Olaf.